Ja, Freunde, heute wird ein ganz, ganz wilder Tag und erster Announcer des Tages. Wir haben endlich einen Spitznamen für unser neues Maskottchen. Ihr habt euch einstimmig, naja, mit 59% für Barello entschieden. Also, willkommen in der Familie, lieber Barello. Und da ist auch der perfekte Übergang zum heutigen Video, denn Barello sollte entführt werden und gepackt, geschlagen, gedemütigt, was auch immer. Ihr habt es alle mitgekriegt, das Face-Off in Hamburg. Barello war dort, es gab so Zwischenfälle, die irgendwie ein schlechtes Licht auf das Ganze geworfen haben. Unter anderem waren auch Clanmitglieder da und Leute mit einem großen Namen. Und einer dieser Leute, der auch geschworen hatte, dass er Barello packen wird und ihn zur Rechenschaft zieht, war Bilal Miri. Das ist der Zeitgenosse hier unten. Also er wollte ihn packen, entführen, was auch immer, ihn zur Rechenschaft ziehen. Genauso wie er es mit Harun auch gemacht hatte, mit einem Schuh auf dem Kopf. Und hier in diesem Stream erzählen sie die komplette Geschichte des Ganzen, was an dem Abend wirklich ablief. Deshalb auf entspannten zurücklehnenden Hasen, falls ihr aber noch nicht abonniert habt und die Glocke aktiv. Heute kommen noch 2 weitere Videos, Produktivität des Todes. Ich hoffe, ich krieg das hin. Dann macht jetzt. Ehre und Liebe geht raus, auch an die Mazdaq Army. Let's go. Wir haben versucht, die Sache geklärt mit Harun und dann kommt Barello danach. Und leider, die beiden wissen nicht, wer ich bin. Ich bin ganz normaler Mensch, Alhamdulillah, aber die denken, ja, wie du alle. Du bist nicht normal. Wallah, du bist menschlich und du bist ein Bruder. Weiter. Barello. Und dann, ja, Barello hat Scheiße gesagt, falsch gesagt, kann ich wieder sagen. Und ja, und ich bin nach Hamburg gegangen, am Samstag. Und wir haben Englisch? Jonas, kannst du was sagen, willst du was sagen, sag, aber wir müssen nicht so viel reden über die Sache. Jesus, Abi dran und dann ich oder wer dran? Ja, guck mal, ich sag mal ganz kurz. Also wie gesagt, Bilal ist gekommen nach Hamburg mit anderen Gedanken. Also er wollte Barello packen und dann, also dank Imran, weißt du, Barello, ja, dein Freund. Ja. Und wir haben dann mit Bilal geredet, mit Imran telefoniert, dann ich habe da vor Ort mit Bilal geredet auch und ihn ein bisschen beruhigt und erklärt, dass Barello normalerweise guter, anständiger Junge ist. Wenn das um TikToker geht, er kann machen, was er will hier, weißt du, das ist von deren Schuld, weißt du, aber der Bilal, der mit TikTok nichts zu tun hat und wegen deiner Tochter kann ich ansprechen, kurz? Nein, Bruder. Nein, alles gut dann. Nur schöne Grüße, ja, Assalamu alaikum. Also, Barello, wie gesagt, wir haben daher gemacht. Bruder, machst du später deinen Pickel und alles gut. Guck mal, wir haben da gemacht und du wolltest dann Statement geben. Weißt du, wie ist das passiert ist und sag mal jetzt weiter, Bruder. Bin ich jetzt dran? Oder? Barello, red. Alles gut, red. Leute, ihr wisst schon, was passiert ist und so, ne? Das ist Bilal Miri, also er kommt aus Braunschweig, ist in der Nähe von mir, ne? Ich komme aus Hannover. Also der Harun hat mal Mascara gemacht und hat einen Schuh auf seinen Kopf bekommen. Also der Harun hat Schuh auf den Kopf bekommen. Und an dem Tag habe ich bisschen auch Mascara gemacht und so, was ich nicht machen sollte. Aber dann ist mir bewusst geworden, Leute, dass er will mich im Wald ausziehen und mein Tees komplett auseinandernehmen. Aber Gott sei Dank, der Abi hat das nicht gemacht, hat mein Tees nicht auseinandergenommen, weil Imran Abi ist auch ein Abi von mir, Tschetschener natürlich, der Jonas ist auch Tschetschener. Die haben mich auch gerettet, wir waren da, der wollte mein Tees auseinandernehmen. Ich wollte mich in ein Auto einpacken irgendwo und irgendwo schicken, mein Tees auseinander komplett nehmen. Aber betreibe es nicht. Aber würdest du nicht? Wallah, er wollte komplett mich auseinandernehmen, aber auch Brüder von mir haben mich gerettet und so, haben versucht, mit denen zu erklären, um Khair zu machen. Und ich hoffe, Bilal Abi nimmt meine Entschuldigung an, weil ich wollte mich wirklich vom Herzen entschuldigen und so, weil sowas macht man wirklich nicht, ja. Und aber ich sag dir eins, ne, die Schuhe waren wirklich cool. Das ist halt so lächerlich, wie ihr jedes Mal damit durchkommt. Er demütigt bis zum geht nicht mehr. Ich meine, erinnert euch zurück, was hat er zu Bilal gesagt? Keiner kann mir was, keiner kann diesen Eidam was. Er ist dann komplett ausgerastet, hat Bilal Miri von oben bis unten beleidigt. Er ist natürlich nicht unter die Gürtellinie gegangen, muss man hier auch fairerweise sagen. Aber jedes Mal dieselbe Leier und jedes Mal kommt er damit durch. Naja, am Ende des Tages umso besser für uns, denn er beliefert uns ja quasi auch indirekt mit Content. Liebe geht raus an Barello. Also ich meine unser Maskottchen Barello. Nein, Gewalt ist natürlich keine Lösung, Freunde. Aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Wallah, Barello, sag dir eine Sache, Wallah, ja. Ich habe eine für dich vorbereitet, schwarz, ja. Aber Agatha hat dich gerettet. Gleiche Marke, andere Farbe. So Leute, ich war in Hamburg, ich möchte kurz reden. Und wie gesagt, ich war in Hamburg, ich war richtig sauer. Ich bin alleine gegangen und alle wissen, ich bin alleine gegangen. Barello ist nicht reingekommen. Jonas kommt und ganz ehrlich, wir müssen auch ein paar Leute bedanken. Arafat, ich kenne ihn gar nichts. Erste Mal habe ich mit ihm getroffen. Er hat mit mir geredet, Respekt, hat richtig mit Vorrespekt mit mir geredet. Okay, ich war ein bisschen sauer. Das war viele Leute, Yasser war da und der Bruder von Arafat, wie heißt er? Mohammed, wie heißt er? Ali. Momo war auch da. Und wie gesagt, Arafat hat mit mir geredet, viel.
bevor Barello kommt, wie Younes und auch Imran auch, habe ich mit ihm telefoniert. Ich habe ihm Wort gegeben, ich habe gesagt, nichts passiert, er soll kommen, Entschuldigung. Okay, ich habe ihn ein bisschen fertig gemacht im Büro. Ich habe meine... Bisschen Lehre gemacht, als ja, älterer Bruder. Ja, dass die alleine nicht mit jedem kann so Spaß machen. Und Barello hat mir richtig erklärt, da sagt Bilal, ich kenne dich nicht, es tut mir leid und so und so. Und boah, der Arme. Stellt euch vor, so ein kleiner Barello steht da, so voll eingeschüchtert, im Internet solche Eier und dann so. Und der Bilal ist so neben ihm, richtig sauer. Alter, was machst du mit mir? Ich bin kein Internet-Hampelmann, wie die anderen, mit denen du deine Späße machst. Und der Barello steht hier so voll eingeschüchtert. Stellt euch vor, ich wäre Bilal, das ist Barello. Entschuldigung, Abi. Bilal ist da und hat dem eine richtige Ohrfeige so. Zack! Und dann noch mit Rückhand so. Zack! Hast du gelernt? Hast du gelernt? Wie kannst du nicht mit jedem so machen? Hast du verstanden? Ja, muss auch mal sein. Ne? Ein bisschen Respekt muss man den Leuten auch mal beibringen. Wie gesagt, jeder Mensch macht Fehler. Barello hat Fehler gemacht. Er kann sein TikTok machen, er kann seinen Spaß machen, aber er muss seine Grenze mit verschiedenen Leuten, nicht mit allen. Es gibt Leute, versteht diesen Spaß nicht. Ich bin kein TikToker, Leute. Okay, ich poste meine Sache vom Fitness, von Arbeit, aber ich gehe nicht live oder so Sache. Und wie gesagt, Alhamdulillah, hat alles gut. Ist alles gut gelaufen? Selbst wenn du TikToker wärst, gibt es dem Barello nicht das Recht, so etwas zu machen oder einem Harun. Das verstehen die Leute nicht. Nur Leute, die sich bewusst auf ihn einlassen, mit ihm live gehen, immer und immer wieder. Ja, da kann ich es verstehen. Da hat er zu 1.000.000% Recht. Die sind selber schuld. Die wollen diesen Fame. Die wollen diese Reichweite. Aber andere Menschen, die ganz normal ihr TikTok machen und gar nichts mit der Scheiße zu tun haben wollen, lasst sie doch in Ruhe. Und war keine, war kein Stress. War keine Eskalation. Und war viele, ich habe die... Ja, nicht. Ich wollte noch was dazu sagen, bevor ich vergesse, ja. Mit Momo News ist nichts passiert, damit alle ihr hört, ist nichts passiert mit Momo, ja. Damit ihr Bescheid weiß. Ich wollte noch das dazu sagen. Ich wollte auch sagen, es wäre auseinandergenommen, oder nicht? Man muss zugeben, Abi, oder nicht? Wie der Abi? Ich sage dir, die haben dich gerettet, Wallah. Wallah, ja. Sonst hätte mein Dienst von so... Younes hat so viel mit mir geredet und Imran. Und Imran ist ein guter Junge, respektvoll, wie Younes, wie Arafat, wie Yasir, wie Mo, wie alle Leute, die waren da, die wollten Khair machen. Und Alhamdulillah, war sowieso nichts schlimm, aber die Leute haben übertrieben mit Videos, das. Und diese Fitna lassen Familie da. Und so, Bruder, ich bin da gegangen, bevor Barello kommt, ich habe überlegt, ich habe gesagt, hey, zu Leute, ich gehe raus, bevor Barello auch kommen, weil die Leute haben Veranstaltung gemacht, die haben Geld reingesteckt. Ich habe gesagt, ich möchte hier kein Theater machen, weil das ist schade für alle. Und ich habe gesagt, egal, ich erfische ihn. Aber danach habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht. Sehr, sehr starke Worte, sage ich euch wirklich, wie es ist. Liebe wirklich an der Stelle an Bilal, sehr guter Mann. Aber jetzt seht ihr wieder, wie respektlos Barello ist, wie ekelhaft dieser Mensch unterwegs ist. Man hört ihn gerade nicht, den Bilal. Er ist stumm geschaltet. Ich zeige euch jetzt, warum. Barello hat den anderen Creator stumm geschaltet. Das heißt, der Typ sagt gerade so schöne Worte. Er wollte die Veranstaltung nicht kaputt machen. Einer der wenigen erwachsenen Menschen, die du so im Internet triffst, also vom Mindset her erwachsen. Und er schaltet diese wichtige Stelle stumm. Ich hätte mir gerne angehört, was er da zu sagen hat, aber naja, kann man nichts dran ändern. Immer wie ehrenlos. Für seine Fehler, Barello, ich habe dir von Anfang an gesagt, ich mag dich. Habe ich dir gesagt. Wallah, ich mag dich. Aber glaub mir, Barello, mach deinen Spaß mit den Leuten, die mit live kommen, aber Vorsicht, nicht mit jedem kannst du. Nicht mit jedem, okay? Und wie gesagt, Leute, echt, privat, Barello ist nicht so. Nur auf Kamera, komisch, dieser Mann. Aber privat, ich ist nicht so. Ich habe ihn gesehen, er ist ruhiger Typ, lustig, voll Respekt, er ist auch voll Respekt, aber keine Ahnung, was los hier bei TikTok, weil er sieht Geld, dann dein Kopf kaputt geht. Ja, guck mal, das war so, wir haben geredet, warte mal kurz, Barello. Wir haben geredet und danach, bevor Barello reingekommen ist, du hast doch auch, bevor Barello gekommen ist, mit auch Arafat, Yasser geredet, dann haben wir, Anfang haben wir geredet. Okay, aber genau, trotzdem. Genau. Du hast genau. Arafat geredet. Am Anfang Younes und danach kommt Arafat, sein Bruder. Und wie gesagt, Arafat auch hat mir recht, 100, nicht 100.000%, aber er sagt mir, gib ihm Chance, einmal, wie Younes, wie Imran. Habe ich gesagt, okay Leute, kein Problem, Chance, jede verdient diese Chance. Ja, yani Allah verzeiht uns, wer bin ich? Verstehst du, wer bin ich, dass ich nicht Barello verzeihen? Aber schade, ich wollte diese andere Schuhe probieren auch, aber hat nicht geklappt. Barello. Hast du mir gestummt? Was hab ich? Die schreiben wegen Stummen, vielleicht war das abgebrochen. Nein, Wallah, bei Allah niemals. Hat der nicht einfach die Schläge seines Lebens verdient? Er sagt, Wallah, nein, bei Allah niemals. Wir haben gerade selber gesehen, er hat gestummt. Wir haben gesehen, wie sein Finger dahin gegangen ist, wie er gestummt hat. Und dann tut er so, ja, ja, gute Worte. Er macht noch diese Masrara da drauf und entstummt ihn danach wieder. Jetzt schwört er auf Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, Wallah, nein, bei Allah, nein, niemals. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, wenn der nicht früher oder später Schläge kriegt, weil diese Art von Demütigung, bei so einem Gespräch, wo es genau darum geht, dass er das nicht mit jedem machen kann, ich verstehe
verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber müssen die selber für sich wissen. Okay, dann machen wir das. Ja, also, guck mal, nochmal für alles. Heil gemacht, Bilal. Er wird dich nicht mehr ansprechen, gar nicht. Es ist alles erledigt, Bilal. Aber Yunus Abi, ja. Ab heute wird es keine Streams mehr geben zwischen mir und Bilal, weil ich will mit Bilal ab und zu live gehen, Walla. Wird es nie wieder live geben, wegen diesem Thema? Ja, lieber, Bilal geht auch nicht mit dir live. Walla, Bruder. Barello, kann ich wieder live machen? Hey, warte mal. Bad, Bilal. Barello, kann ich wieder live machen bei WhatsApp? Da schaut keiner zu. So, Barello, Habibi, ich küsse dein Herz. Yunus, ich möchte nicht lange hier bleiben. Willst du noch was sagen? Ja, ja, Yunus, Barello, willst du was sagen? Laufen, danke für eure Zeit. Und Ich habe noch was zu sagen. Bilal Abi, können wir uns mal in echt treffen und sehen und Videos posten, Stories oder irgendwas so ähnliches? Barello, ich komme bald nach Hannover. Ich bin fast jeden Tag in Hannover. Du hast meine Nummer jetzt, speichere meine Nummer. Wir können treffen, wir können reden, wir können auch was machen, kein Problem. Ja, warte, was? Ja. Barello, du hast meine Nummer und dann können wir einmal treffen. Du folgst mir jetzt bei Instagram auch. Ist kein Problem, ich sage dir, ich wiederhole. Ich mag dich, ich hab nicht gegen dich was. Gar nichts, null. Wallah, null. Wenn hättest jetzt null. Du bist korrekt, Team. Du hast Entschuldigung genommen und da habe ich dich. Ahlan, salam alaikum. Alaikum, assalam, yes. Ist okay, ich hab Bruder Yunus. Gut, alles gut, warum nicht? Ja, sehr, wie geht's? Habib, alhamdulillah, kiva kinti. Wallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Was machen? Wallah, zu Hause sitzen und auf TikTok. Gut, gut, gut. Und sonst? Wallah, alhamdulillah, alles ruhig. Rawa, rawa. Yunus und Bilal, für diesen Bart. Für diesen Bart. Yunus, bitte, sag ihm. Für den Bart von Barello, der noch nicht voll ist. Okay. Der Rosmix, genau, sehr gut. Also für Khair, ja, Barello. Für Khair, Barello. Für Khair, weil ohne Mensch, das ist kein Khair. Ja, sehr, bis Khair, ja. Für Khair. Alle Tipps, Leute. Junge, für Khair. Ja, genau, Yasser. Für Kopfschmerzen. Damit keine andere reinkommt. Was zwischendurch sagen wegen Bilal und so? Ja, sag, also mach keinen Scheiß. In seiner Jugend, als er jünger war, war er auch mal Fighter. Er hat gekämpft und so. Man kennt ihn auch als Streetfighter. Er hat mit Leuten auf der Straße geprügelt und so. Wallah, keiner kann ihm was. Er ist wirklich ein starker Mann. Das muss man auch mal erwähnt haben. Wer denn? Bilal. Streetfighter? Street. Also Straße. Warum hast du immer gesehen, er hat Streetfighting gemacht? Ja, Bilal, ich schwöre, er hat mit Leuten sich gehauen und so. Wallah. Barello, alles gut, Bruder. Alles gut. Bilal, bist du Streetfighter? Nein, er labert mal. Ja, früher meinte er, früher als du noch. Barello, du bist MMA-Kämpfer, Barello. Du bist MMA, Bruder, du hast Kampf jetzt mit dir, Ebo. Bist du vorbereitet, Barello? Nein, er ist nicht. Was ist er? MMA? Was ist MMA? Küsst doch deren Herzen. Sehr sympathisch, muss man hier an der Stelle sagen. Ich vorbereitet. Ich glaube, Barello geht da auf. Ja, so, da wird unterschieden sein. Beide werden kaputt sein. Barello, bist du nicht vorbereitet? Ich bin nicht vorbereitet, aber ich bereite mich doch vor. Aber Barello, wenn Ibo Turbo Diesel trinkt, ist vorbei. Du weißt, was ich meine. Aber Ibo trinkt nicht nur Diesel. Ibo macht auch... Nein, Diesel, sag Diesel, besser. Er macht beides. Leute, und Yunus ist wirklich ein respektvoller Mann, Wallah. Ist wirklich korrekter Mann. Wallah, Leute, Yunus habe ich erste Mal kennengelernt. Erste Mal, ne, Yunus? Ja, genau. Yunus und Bilal, Wallah, die sind sehr gute Männer. Habibi, Yasser, Wallah, ich auch. Ich habe euch erste Mal kennengelernt, Mashallah, respektvoll, Wallah. Also, wir haben uns natürlich nicht eine ruhige Situation kennengelernt, aber nächstes Mal, inshallah, in Ruhe. Manchmal, alles guck mal, gut. Manchmal, egal wie, man hat sich Hauptsache gut kennengelernt, alles war gut. Aber Yasser, wäre das nicht, wäre nicht Khair passiert und so, ne? Der Bilal hätte mein Tees auseinandergenommen im Wald irgendwo, Wallah. Ich glaube auch, ja. Er hätte deinen Tees auseinandergenommen, ja. Er hat einen großen Asai da reingesteckt. Barello, Yasser hatte mit dir keine Mitleid. Ich hatte für dich eine vorbereitet, Wallah, Barello. Wallah, ich hatte mit dir keine Mitleid. Eine vorbereitet, Wallah. Aber Alhamdulillah, wie gesagt, Wallah, da war die beste Männer, war hinter dir, Wallah. Wallah, die beste Männer, war hinter dir, Barello, Wallah. Sag ich dir. Habe dich gerettet, Wallah. Welche Schuhe waren auf Aharons Kopf? Welche Schuhe? Welche Marke? Khalas, keine Werbung mehr. Bei mir wollte er Balenciaga machen, noch teurer, Wallah. Und mir wollte er Gucci haben. Da hast du Gucci-Kopf. Wallah, ich habe eigentlich vorbereitet für dich, Schwester, aber... Schade, ja. Wir haben die in Hamburg begraben. Barello, an dem Tag hatte Bilal für dich vorbereitet etwas Goldenes, Langes. Aber Gold. Ja, er hat wieder ein Auto zurückgelegt. Ivan, Habibi, Ivan. Ey, die Leute sagen, Leandro Lopez waren das. Leandro Lopez. Stimmt das? Genau. Was kosten die Leandro Lopez? Teurer als Balenciaga? Er hat normal. Yani bei ihm fang an ab 400. Ab 400. Aber ist gute Marke, ne? Ja, Bruder. Wallah, er hat gute Schuhe. Bilal Abi, warum holst du nicht von Replika und so? Sind günstig, sind 60 Euro, Abi. Oder diese Marke bezahlt mehr für mich als Werbung. Ja, das folgst du mir. Ah, ja, du folgst mir doch. Ja, ich folg dir. Okay. So, Barello, wie gesagt, na bitte, ab heute, weißt du... Nein, Barello, khalas, das ist sein letztes Gespräch hier gewesen. Siehst du? Ich komme, ich mache meine Nase immer full, damit ich gut drauf bin. Siehst du, Abi? Frag Kutni, ruf ihn an, er holt dir.
Dann seid ihr beide gleich. Ich hab doch diese Kurt Ibo dahin gebracht, ne, zu der Volksveranstaltung. Sein Koffer war einen Tag lang in meinem Kofferraum, weißt du? Ich rufe ihn an, die ganze, wo bist du? Geht nicht dran, er war die ganze Zeit mit Dudja. Ich schwöre dir, ich glaube, Kurt Ibo hat, er ist immer noch in Hamburg. Ist immer noch? Wow. Ja, seit 5 Tagen. Wallah. Macht Halligalli. Ey, Bilal, bist du in Braunschweig gerade? Ja, im Büro. Komm, Abi, kommst du nach Hannover? Lass uns treffen, Wallah, Video sehen. Morgen bin ich in Hannover, morgen. Wann genau? So, 9 Uhr, 21 Uhr, Bro. Aber guck mal, wir haben Kher gemacht, du nimmst mein Tees nicht mehr auseinander. Alles gut, alles gut, Mann. Nur dein Ohr. Barello, alles gut. Versprochen, Abi, weil ich will mit dir Video drehen, Wallah. Barello, alles gut, Wallah, alles vergessen. Tamam, Habibi. Alhamdulillah, dass alles vergessen ist, Wallah. Hast du mir verziehen vom Herzen, oder? Wallah, von Herzen. Wallah, Ehrenmann, Wallah, Ehrenmann. Shayb, Yallah, Barello, ich geh raus. Yasser, Habibi. Habibi. Yallah, Assalamu alaikum. Alaikum, Assalamu alaikum. Dobro Vecer, Jonas, du bist auch aus Hannover, ne? Hamburg, Bruder. Ach, du bist aus Hamburg. Ja. Imran kommt morgen oder übermorgen nach Hamburg. Ey, bitte mal. Wallah, eigentlich wollte ich 1-2 Tage in Hamburg bleiben, aber keiner ist da. Nur mit Abi und Yasser, könnt ihr Khay mit mir um diesen Typ machen? Wallah, ich will Khay machen. Salam alaikum, Yasser. Salam alaikum, Jonas. Alaikum, salam. Salam. Ja, Yasser, ich geh raus, Bruder. Warte, er wird gehen. Bist sauer auf ihn, wa? Wallah, Bruder, Yasser, Habibi, ich küsse deine Augen. Jonas, Sam, Abi, bitte. Respekt. Danke. Lass uns später, Bruder. Salam alaikum. Für Jonas Bad drin, Sam. Für Jonas Bad. Warte, ist schon verbockt. Aber ich, dein Problem ist, du bringst einen so auf die Palme und dann willst du so auf die Schnelle, so als wenn nichts wäre, klären. Ich glaube, Sam ist richtig sauer auf dich, Wallah. Aber wie mach ich jetzt Khair? Wie kläre ich das mit denen? Du fährst zu ihm und alleine, ohne gar nichts. Mein Tees nimmt aufeinander, Wallah. Hallo. Sam Abi, guck mal, bitte. Ich will nicht mal deine Stimme. Lass es gut sein, ich komme rein, weil hier ein Jonas, ein älterer Mann ist, aus Respekt und Yasser. Okay, deswegen komme ich rein, um Salam alaikum zu sagen. Sam, nicht mehr, nicht mehr. Du wirst kein falsches Wort sagen, ich garantiere dir. Yasser, wie oft haben wir dieses Szenario durchgespielt? Erklär mir du und mir das. Wie oft? Ich wurde gesteuert. Nein, ruhig. Yasser, wie oft haben wir dieses Szenario durchgespielt? Oft. Sehr oft. Sehr, sehr oft. Sehr oft, Yasser. Okay? Und ich bin kein kleines Kind, ich lasse mit mir nicht spielen, mit mir nicht fertig. Ich habe dir gesagt, dass ich dein Ende bringe und dabei werde. Deswegen. Aber ich komme nur rein und deswegen. Es gibt kein Sam Abi, es gibt kein Red, gar nichts gibt es. Ich wurde gesteuert, das kam nicht von mir. Junge, reg mich nicht auf, bei Allah, reg mich nicht auf. Lass mich nicht irgendwas hier machen. Kommt alles nicht auf. Ich reg mich nicht auf, ja. Lass es. Was du machen kannst, fahr zu ihm selber, alleine zu ihm. Schala, komm zu mir nach Frankfurt. Sam Abi, bitte. Sam Abi. Yasser, Habibi, Yunus. Salam alaikum, hat mich sehr, sehr gefreut. Alaikum, salam. Sam Abi. Ich schwöre, Barello, der. Barello, der wird dich packen. Ich träume mich so. Nein, er macht Kher mit dir. Fahr zu ihm. Du musst mal einmal zu einem fahren, 3 Tage verschwinden und dann wieder rauskommen. Aber Yunus Abi, warum passiert sowas bei mir immer? Was habe ich wieder gemacht? Wie viel Mal hat er dir verziehen? Einmal nur. Weißt du, wie frech du bist? Du sagst ihm noch ins Gesicht, ich wurde gesteuert. Damit er mir verzeiht. Ja, du lügst, damit er dir verzeiht? Sei doch ehrlich. Lehn die Leute ab, ich will jemanden einladen. Ablehn. Hab ich gerade weggemacht. Wen holst du denn rein? Sag mir, wen du reinholst. Sam. Nein, lass mal. Lass mal in Ruhe, Mann, er will nicht. Lass mal in Ruhe machen, weil er ist ein bisschen jetzt 180, glaube ich. Aber ich habe Angst, dass er meinen Tees auseinander nimmt. Mein Tees. Was ist denn Tees? Unten. Ich glaube, du willst gerne, dass man dich auseinander nimmt. Nein, ich will das nicht gerne, deswegen will ich dir erklären, Wallah. Mit älteren Sag mal, ist Rambo zurück, Rambo? Der ist zurück, aber er kannte dich nicht. Gegen wen kämpft er? Er kämpft, keine Ahnung, gegen wen. Ey, Umut, komm zu uns rein, zu Yunus, Yasser und zu mir. Ja, lad du uns ein, weil wir sehen dich nicht, Heide. Ah, okay, warte, ich lade dich ein. Okay, jetzt. Salam alaikum. Wie geht's euch? Umut, zeig mal dein Gesicht, Wallah, ist nicht normal. Ist wieder geschwollen, ne? Ja. Ich erkläre euch kurz, was da passiert ist. Er soll wohl vergiftet worden sein oder irgendeine Unerträglichkeit bezüglich eines Nahrungsmittels haben, was er dort beim Face-Off zu sich genommen hat. Er war danach im Krankenhaus, musste behandelt werden. Ich habe tatsächlich auch gestern mit ihm gequatscht. Der hatte mich angeschrieben, da war so eine Sache. Ich hatte mich lustig gemacht, keine Ahnung. Ich hätte wohl gesagt, Umutanga, und hätte über ihn hergezogen. Woran ich mich nicht erinnern kann, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Vielleicht mal aus Spaß oder so einfach mal was in den Raum geworfen. Wir haben da kurz miteinander gequatscht. Immer noch ein guter Junge, stabiler Junge, gar nichts mäßig vorgefallen oder so, nicht, dass ihr jetzt was denkt, aber dort war er wohl im Krankenhaus zu diesem Zeitpunkt und ich sag euch trotzdem immer noch, für mich ein guter Mann, ein guter Junge. Vielleicht ein bisschen naiv, aber trotzdem einer, wo man sagen kann, okay, der hält gewisse Grenzen ein. Aber ich glaube, du hast Allergie hast du irgendwas, das kann ich sagen.
100%. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Meine Hände auch innen ist irgendwie blau hier. Schau mal. Aber was Yunus Abi, Yunus Abi, ja, Yunus Abi. Ich muss Donnerstag früh allergische Tests machen. Ja, Barello. Yunus Abi, von wo aus Tschetschenien kommst du eigentlich nochmal? Wie ist die denn? Ingushetien. Also Nachbarn. Ingushetien. Ingushetien, ja, ja. Genau. Voila, krass. Das ist das Dorf oder ist das Stadt? Nein, das ist kleine Republik wie Kosovo, Albanien, weißt du? Ah, okay. Verstehe ich, voila. Hey, Barello. Ja. Ich wollte wegen der Sache von gestern nochmal sagen, Wahrsagergeschichte. Ja. Ich habe mir das lange überlegt. Ich würde auch nicht wollen, dass jemand meine Eltern beleidigt, dass jemand meine Mutter beleidigt. Ich wollte es öffentlich machen. Ich glaube, seinem Mann zu stehen und sich öffentlich zu entschuldigen, ist, glaube ich, nichts Verkehrtes, wenn man jemand seine Mutter beleidigt hat. Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich seine Mutter beleidigt habe. Ich ziehe das zurück. Ich entschuldige mich bei ihm dafür, wenn er das hört, bei seiner Familie. Weil ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn jemand meine Mutter beleidigt oder einen guten Freund seiner Mutter oder so. Ibo, salam, Ibo. Also hiermit entschuldige ich mich bei Wahrsager wegen seiner Mutter. Ist ausgerutscht, wird nicht mehr vorkommen und alles gut. So. Ja, danke, Bruder. Das ist... Ich wollte das nur mal loswerden. Stark. Guck mal, Bruder, also ihr müsst euch kontrollieren wegen Mutter, weißt du? Könnt ihr alles sagen, aber Mutter, weißt du, das ist... Ja, walla, Umut. Bei allem Respekt. Egal wie, Barello macht Fitna gemacht, was weiß ich da, aber ich habe noch nie gehört, dass ihr Mutter beleidigt hat. Geht nicht, walla, Umut. Ich weiß, dass es nicht geht, deswegen entschuldige ich mich auch aufrecht hier vor jedem. Wollte extra in den Stream reinkommen, weil Barello mehr Zuschauer hat, dass jeder das sieht. Nur deswegen oder auch wegen Matchen? Sei ehrlich. Nur deswegen. Ah, okay, sehr gut, Wallah. Matchen ist und Nulu um Hotchip. Du und ich? Nein, ich und Yasser. Ah, mit Yasser machst du? Yasser, Dudi und Shirin, glaube ich. Ist Dudi wieder zurück? Ja, Barello, du kannst auch mitmachen. Ja, ich mach nur stinkende Fisch. Aber ich habe eine Frage, habt ihr keine Bauchschmerzen oder was weiß ich da? Frag Barello, hast du keine Bauchschmerzen, Barello? Barello macht nur so Fake. Barello? Ja. Nein, machst du Fake, Barello? Hat immer China-Dings bestellt, hat mir selber erzählt. Yunus Abi, Yunus Abi, machst du Fitner jetzt? So, Barello, ja? Geil, sympathischer Typ. Mein Teeth brennt immer, wenn ich das esse, Wallah. Aber ich meine jeden Tag, guck mal, dieser arme Bekir, der immer mit seinen Joghurt im Mund. Also, er ist mehr aber als nur Barbie, diese Joghurt, was er hat, ne? Dass ich ein bisschen krank schaue. Salam alaikum, wie geht's dir? Das ist von Igli, weißt du, dieser Freund. Oh, Yunus Abi, Wallah, du hast recht, das ist wirklich von Igli. Danke, Bachmann. Stark, ich mag den jetzt. Leute, alles um 0 Uhr brauchen wir, alles, die ganze Unterstützung um 0 Uhr. Ach, 0 oder um 10 oder um 7 oder um 6. Okay. Sollen wir einmal Big Match machen mit dir? Ja, um Hotchip. Nein. Wir machen eine Runde, wie beide um Hotchip. Wallah, komm. Wallah, jetzt. Bei Allah, ich bin dabei. Wallah, ist neu. Eine Runde du und ich, dann kannst du mit dem Vierer machen. Zeig mal, ob neu ist. Bei Allah komplett zu. Ach, hier. Damit er Bescheid weiß, ne? Wir waren ungefähr 10, 15 Leute essen. Wenn jemand sagt, Barella ist geizig, es stimmt nicht. Barella hat für alle bezahlt. Ich glaube nicht. Wallah, ich zeig dir Video sogar, Yasser. Okay, zeig mir Video, dann glaube ich. Warum machst du Videos von mir heimlich? Aber wenn Yunus sagt, dann glaube ich. Wenn Yunus das sagt, dann glaube ich das. Neben mir, du standst doch neben mir. Wir haben doch einen Bruder, weißt schon, wo wir essen waren, wo mit mir geredet hat, von dir, auch von mir, der Tschetschener. Barello, Elias, ich trage ihn. Schwör bei Allah. Der Russe, der mit mir war. Du verlierst. Ohne Wenn und Aber, du isst den Chef. Bei Allah, ohne Wenn und Aber, direkt aufmachen, essen, bei Allah. Und Yunus ist dabei, Yunus, guck, für dein Bart, ich werde mal bestraft. So, ja, wir beide alleine. Ja, also, damit ich Zeuge bin, also nicht, dass Barello abhaut oder jemand anderer abhaut. Nee, Yunus war dabei, wo wir geredet haben, das war's. Weißt du, was schlimm ist, wenn wir so sind, kommen keine mal zwei. Ja, was soll ich? Wieso soll er nicht kommen? Ja, komm nicht. Es sind neue Dings da, Regeln. Es kommt einmal in 10 Jahren. Hast du die Regeln? Sollen wir da kurz rausgehen? Ja, dann müssen wir kurz rausgehen. Aber ich mache bei Allah direkt. Sag du bei Allah, du machst direkt, Yasser. Wallah, ich mache direkt. Wallah ist komplett neu. Barello, damit die alle wissen, wir haben auch lange geredet im Boxkampf. Lange geredet. Gib's nicht. Wenn du verlierst, machst du sofort. Gib's keine Faxen mehr. Das war's. Möge Allah unsere Freundschaft stärken, Yasser Abi. Amen. Jumut, was meinst du? Ciao, Allah, du verlierst jetzt. Bruder. Was, Barello? Sag ihm Bescheid, dass ich das gemacht habe hier. Immer. Ah, okay. Was meinst du, Barello? Nee, ich habe Umut gefragt und so, weil er sagt tschetschenische Bruder und so. Und ich habe viele tschetschenische Brüder gemacht letzter Zeit. Deswegen. Okay, euch viel Spaß. Wir sehen uns vielleicht morgen. Habibi Yunus, tschüss. Umut und Yunus. Mich gefreut. Ja. Kommst du dann? Ja, ich komme dann sofort. Okay, halt. Naja, das brauchen wir uns nicht mehr zu geben. Was auch noch interessant war auf TikTok, war die Auseinandersetzung bzw. die Ansage von Yasser an Nabil, der halt dieses Gerücht in die Welt gesetzt hatte, dass Momo News in eine Falle gelockt wurde und Barello ebenfalls. Nabil, du kennst TikTok besser als jeden. Die Sachen, die Leute rumerzählen, der will cool sein, erzählt irgendwas, der will cool sein, der will. Und das machen die alles wegen Zuschauer. Das machen die alles wegen Zuschauer, genau. Und das ist nicht mehr schön, Wallah, das ist nicht mehr schön. Yasser, war Gerdi dabei bei euch, Face Off? Ja, waren alle da, viele waren da. Aus Berlin waren viele da, wa? Aus Berlin waren auch viele da, ja. Lala. Arifit, aber
Alles gut. 650 Punkte, Leute, für die mal zwei. Und der gute alte Rambo ist auch wieder zurück in Deutschland. Der war ja, glaube ich, 3 Monate weg in Afghanistan, hat da hilfsorganisatorisch halt den Leuten unter die Arme gegriffen, was ich sehr, sehr stark und gut finde. Ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt. Sehr sympathischer, guter Mann. Und er wurde von Barello natürlich direkt hops genommen. Er muss gucken, dass du erstmal. Hey, ich muss dir was zeigen. Wusstest du, was letzter Zeit passiert ist? Nein. Warte, ich zeig dir. Wo du weg warst und so, ne? Ja, na, danke. Weißt du, wer Rapper geworden ist? Nein. Okay, danke. Was ist denn der Papa? Papari ist Rapper geworden. Krass. Krass. Opa. Er ist Rapper geworden. Ja. Seitdem du weg bist. Na? Neue. Ey, sind viele Sachen passiert. Wallah, ich weiß nicht, wo du lebst. Naja, und dann gab es da noch den Streit zwischen Hamid Khan und Riton. Ihr wisst, eine Zeit lang waren die gemeinsam live. Irgendwann haben sich die Wege getrennt. Hört einfach selbst. Jeder von uns will nur live gehen und Spaß haben. Punkt. Wir haben einen spaßigen Stream gehabt, alle zusammen. Er geht nicht auf meine Fragen ein, Leute. Wir haben einen spaßigen Stream gehabt zusammen. Alle. Das sind keine Hate-Sachen. Du hast diesen Hate entwickelt, indem du diese Person reingebracht hast und die mich beleidigt hat. Okay, also bin ich schuld, dass du beleidigt hast. Kim, wenn du schon so deutsch redest, ja, geh vor Gericht, guck, wenn dich jemand beleidigt, wenn du ihn beleidigst, ob du bestraft wirst. Wirst du nicht. Also, komm mir mit diesem Argument. Hast du verstanden? Aber du musst doch mal gewichten, was du zu ihr gesagt hast. Soll ich das übersetzen, was du zu ihr gesagt hast? Also, ob jemand Hast du einen Stolz? Ja? Hast du Stolz? Nennst du dich Albaner mit Stolz? Ja? Ich nenne mich Albaner mit Stolz. Wenn dich jemand Hund sagt, was machst du? Du gehst raus, ne? Wenn dir jemand sagt, du bist Hund von Hamid. Jemand, den du nicht kennst und den ich. Okay, aber soll ich. Und was willst du jetzt von mir? Soll ich jetzt rechtfertigen, was du gesagt hast? Du musst trotzdem dazu stehen, was du gesagt hast. Was machst du mit deinem albanischen Stolz, wenn dich jemand Hund von Hamid nennt? Was machst du? Guck mal, ich will jetzt hier nicht über Stolz reden. Was soll ich jetzt sagen? Oh, ich hätte beleidigt, ich hätte ihre ganze Familie beleidigt. Wenn du wieder die europäische Schiene fährst. Das macht keinen Sinn. Hamid Riton, Wallah, guck mal. Das macht keinen Sinn, Bruder. Das macht keinen Sinn. Wallah, machst du. Du machst 50 Themen auf, Bruder. Du machst 50 Themen auf. Riton, warte kurz. Hamid, nein, Bruder, er versucht mich darzustellen wie sonst was. Warte mal kurz, Riton, Prit, Hamid. Er geht nicht auf meine Fragen ein. Ich sag ihm, wann bin ich dir hintergangen? Er kann es nicht beantworten. Ich bin dir nie hintergangen. Riton, Hamid. Riton, wollt ihr das nicht wirklich einfach privat klären, Wallah? Alter, Bruder, da ist nichts. Warte, Riton, warte. Er sagt doch, da ist nichts zu klären und redet weiter! Aber vielleicht, Bruder, bei aller Liebe, vielleicht war ihm das auf seinem Herzen. Dann ist es jetzt in Ordnung, dann reicht einfach jetzt, oder nicht, Jungs? Bruder, natürlich ist es auf dem Herzen, wenn man nicht mal einen Anruf kriegt oder eine Nachricht oder wenigstens ein, wie geht's dir, wir waren mal befreundet. Du hast ein Auto gekauft! Wer hat dir geschrieben? Maschallah, Glückwunsch zu deinem neuen Auto, wer hat dir geschrieben? Und? Hab ich dir geschrieben? Und jetzt? Willst du mich verarschen gerade? Was und jetzt? Ich hab dir Glückwunsch gewünscht, obwohl wir nicht geschrieben haben. Nichts hab ich dir zu deinem Auto Glückwunsch gewünscht. Hab ich ein Kind bekommen, dass du mir Glückwunsch schreibst oder was? Und da ist der Punkt. Ja. Hey, es reicht jetzt. Es reicht. Unmenschlich. Nein, menschliche es reicht. Dinge. Es reicht. Wenn du bei menschlichen Dingen was gesagt, Kunina Lett, dann hätte ich dir gesagt, kann sein. Oh. Aber bei diese. Damit hat bei mir gerade geschickt, ich liebe dich, Leute. Deine 4 Monate, du hast nicht bei mir geschrieben und jetzt wieder hast du diese geschickt. Ach. Weil er jetzt Bruder, wieder Wallah, live ist. Nimm mir das nicht böse. Wallah, ich habe wieder irgendeine Scheiße geredet. Aber Wallah, Bruder, ich habe das seit diesen Monaten. Ich habe das auch im Herzen, Bruder. Ich bin kein Tier, Bruder. Danke. Ich bin kein Tier. Bruder, guck mal. Ich verstehe dich, aber du hast ein paar Sachen, Bruder, diese Beleidigung war schon eklig, ja, Bruder, weißt du? Bruder. Aber Mutter und so, Bruder. Nino! Warte mal kurz, Rambo, warte mal kurz. Was jemand sagt ist, hast du deine Bühne bekommen? Ich verstehe dich. Ich habe darauf gewartet, dass ich wieder hier rein darf. So, Bruder, wie ein München. Ich weiß. Bruder, ich weiß. Frag die ganze Zeit an, soll ich ihn annehmen oder lieber? Wen? Yasser. Warte kurz, Bruder, warte, ich geh dann zu Rita, dann kannst du rein. Gundai! Bruder, ich verstehe dich. Hier, um ein wenig mehr Kontext zu erhalten. Zu der Gesamtthematik. Ey, Hamid, wenn du was klären willst, klären es wir privat. Aber wir haben uns vor 4 Monaten dazu entschieden, nicht mehr live zu gehen. Fertig. Warum jetzt? Hä? Weil wir jetzt miteinander hier live sind. Hä? Weil du jetzt mich konfrontierst. Fertig. Ich wollte dir aus dem Weg gehen. Ich bin dir aus dem Weg gegangen, wegen den Dingen, die du getan hast. Fertig. Ja. Wegen den Dingen, die ich getan habe, gell? Ja. Nein. Nicht, weil du alles doch beanspruchen wolltest. Nein! Bruder, ich mach TikTok seit 4 Jahren! Du machst TikTok seit Anfang des Jahres und gehst live und du willst mir sagen, du hast mich Fame gemacht oder was? Ey, in diese Anfang des Jahres bis jetzt habe ich mehr Reichweite entwickelt als 90% der TikToker. Also dann sei doch, sag Alhamdulillah, sei zufrieden damit. Was willst du mir jetzt sagen damit? Alhamdulillah für alles. Aber, wenn du schon über Islam redest,
eine Hand wäscht die andere. Ja? Wenn ein Bruder, wenn du siehst, ein Bruder hat nichts, man hilft diesem Bruder. Wenn du siehst, jemand ist in Not oder nicht in Not oder Dings, du hilfst dieser Person. Weil diese Person hat dir auch mal geholfen, als du mit deinen Chinesen live gegangen bist. Hast du mit deinen Chinesen Geld verliehen? Ja? Kuni? Hä? Was? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Danke. Ich will darauf hinaus, dass wir das zusammen aufgebaut haben und die zwei sind bis heute Freunde geblieben und du bist ein hinterhältiger Mensch. Das will ich. Aber was habe ich dir hinterhältig getan? Die sind bis heute Freunde. Wallah, wenn ich die weiß, was habe ich dir getan? Nein, erklär doch, was habe ich dir hinterhältig getan? Erklär's. Wenn ich Nino sein Lächeln sehe, wenn er Rambo sieht, ich fühle mich selber gut. Weil ich sehe, der mag ihn wirklich. Okay, aber was habe ich dir. Geld hinaus. Was habe ich dir hinterhältig getan? Sobald deine nächste Treppe kam, warst du weg. Das stimmt nicht. Bei Allah. Allah soll dich in Schwung bringen. Das ist. Guck mal, diese Show brauche ich mir nicht geben, Bruder. Ich will es nicht mehr hören. Ja, du willst das nicht geben, weil ich kenne dich. Egal wo Hate ist, du bist weg. Ja, weil ich, ja. Weil ich kein... Weil Nino ist genauso weg bei Hate. Rambo ist genauso weg bei Hate, weil wir nichts mit... Nein. Wir wollen keine Fitner machen, wir wollen keinen Hass verbreiten. Nein. Fertig. Jeder von uns will nur live gehen und Spaß haben. Punkt. Wir haben einen spaßigen Stream gehabt, alle zusammen. Geht nicht auf meine Fragen ein, Leute. Wir haben einen spaßigen Stream gehabt zusammen. Alle. Das sind keine Hate-Sachen. Du hast diesen Hate entwickelt, indem du diese Person reingebracht hast und die mich beleidigt hat. Okay. Naja. Den Rest kennt ihr ja. Ich denke mal, das reicht auch für unsere heutige Dosis TikTok-Cringe. Es ist wieder einiges vorgefallen. Es kann wieder einiges eskalieren, so wie Barello sich da verhalten hat. Ich finde es halt sehr, sehr traurig, aber kann man nichts dran ändern. Hauptsache, wir werden unterhalten und nicht mit in die Sache reingezogen. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt schön, denkt immer daran. Auch in euch steckt ein kleiner Mastak.